In dieser Folge werfen wir einen Blick auf zwei Top-Geräte. Samsungs nagelneues QLED-Flaggschiff Q90R, das uns im Testlabor auf voller Linie überzeugen konnte. Außerdem haben wir uns mit dem W2700 von BenQ einen 4K-Beamer angesehen, der auch die ambitioniertesten Home-Cineasten zufriedenstellen wird. Und zu guter Letzt haben wir auch wie immer wieder eine Blu-ray des Monats in petto. Wir haben uns den australisch-amerikanischen Action-Horror-Film Upgrade einmal näher angesehen. Hallo zusammen! Wie ihr seht, hat die TechNight ein neues Gesicht. Als neuer Chefredakteur der Video habe ich nicht nur die Ehre, die Leserinnen und Leser unseres Magazins Monat für Monat auf Seite 3 begrüßen zu dürfen, sondern auch euch hier in unserem Video-Channel willkommen zu heißen. Wie immer haben wir jede Menge spannende Themen vorbereitet und wir starten gleich mit einem Top-Fernsehgerät, dem nagelneuen Q90R von Samsung. Wieder hat ein Samsung-Fernseher in den Tests von Video ausgezeichnet abgeschnitten. Hinter mir steht der GQ65Q90. Der neue Q90 hat ein Display eingebaut, das es noch nie gab. Es ist ein LCD, wie üblich bei Samsung, ein QLED, also eine Hintergrundbeleuchtung, die total bunte, helle Bilder macht. Aber es gibt jetzt eine Beschichtung des Panels und ein spezielles Hintergrundlicht, dass dies der erste Fernseher mit Vertical Alignment LCDs ist, der wirklich einen exzellenten Blickwinkel besitzt. Hinzu kommt, dass es die beste Anti-Reflexionsschicht gibt, die ich jemals gesehen habe. Das heißt, wenn Raumlicht da ist im Wohnzimmer und man schaut fern, ist der Schwarzwert besser als ein vergleichbarer OLED zum Beispiel, weil Raumlicht bei dem anderen reflektiert wird und hier ist einfach alles pechschwarz. In der Dunkelkammer ist der OLED dann halt wieder besser, weil LCD halt niemals perfekt sein kann. Was die Bedienung betrifft, gibt es nicht so viel Neues zu sagen. Die Samsung-Fernbedienung, die ja ganz, ganz wenige Tasten hatte, hat jetzt 3 hinzubekommen für 3 Smart-TV-Services, Netflix, Amazon und Rakuten. Die Bedienung funktioniert sehr schnell, wie wir das können. Smart-TV-Dienste gibt es, bis der Arzt kommt, so viele. Also was Multimedia- und Smart-TV-Funktionen betrifft, hat man hier so viel, dass man monatelang mit dem Gerät rumspielen kann und immer wieder was Neues findet. Und obwohl es hier durch diese stark geschwärzte Kontrastfilterfolie das beste Anti-Reflexionsverhalten, das ich jemals gesehen habe, gibt, nämlich nur 0,13% Außenlichtreflexion, ist die Lichtleistung dieses Gerätes außerordentlich gut. 2000 Nits ist angegeben, 2200 haben wir im dynamischen Modus ganz locker nachmessen können. Mit dem besten Blickwinkel und dem besten Schwarzwert aller LCD-Fernseher hat Samsung die letzten beiden Puzzleteile zum perfekten LCD jetzt im Portfolio. Wir konnten ihm 94% unserer maximalen Punktzahl geben. Heißt, er hat natürlich ein ausgezeichnetes, überragendes Ergebnis mit einer sehr guten Preis-Leistung, denn er ist sogar günstiger als sein Vorgänger. So, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung unseres Tests. Das ausführliche Video findet ihr unter dem eingeblendeten Link. Und jetzt wenden wir uns einem Beamer zu, dem neuen BenQ W2700. Hier haben wir BenQs neuen W2700, einen 4K-Beamer, der sehr, sehr hohe Erwartungen in uns geweckt hat und den wir deswegen im Video auch direkt getestet haben, intensiv. Das Gerät ist ein 4K-Beamer, also ein Pixel-Shifting-Gerät, das mit einem Full-HD-Panel tatsächlich aber echte 4K erzeugen kann. Aber zum allerersten Mal in seiner Preisklasse, er kostet nämlich nur 1.900 Euro, gibt es auch neben der hohen Auflösung auch die Farben von HDR, also einen erweiterten Farbraum, und es gibt auch mehr Kontrast. Was eigentlich sogar eine kleine Sensation für diese Preisklasse ist, liegt in einem kleinen Umschlag bei, denn tatsächlich wird jeder Beamer in der Fabrik schon mal vorkalibriert und es gibt ein Kalibrationsprotokoll, das beigelegt wird,
Heißt, BenQ gibt sich hier wahnsinnig viel Mühe, schon kinogerechte Farben ab Werk zu liefern. Kalibration ist unser Steckenpferd. ISF-Modus hier drin ist total super. Kann halt auch nachkalibriert werden, wenn sich irgendwie was verschieben sollte über die Jahre. Und wovon wir ja bei Fernsehern gar nicht mehr zu träumen wagen, dieses 4K-Gerät ist tatsächlich noch 3D-fähig. 3D natürlich dann in Full HD 3D, aber er schaltet sich zurück, sodass man seine guten alten Blu-rays auch wunderbar noch in 3D anschauen kann. Alles in allem ist der BenQ W2700 der beste Beamer, den wir je unter 2000 Euro getestet haben. Seine satten Farben, die 4K-Auflösung, die Iris für die Kontrasterweiterung und die Frame Interpolation sind alles Features, die man eigentlich insgesamt für nur deutlich mehr Geld erwarten kann. Daher haben wir ihm eine Endnote von gut gegeben. Klar, im Vergleich zu Beamern, die 10.000, 20.000 Euro kosten, die wir ja auch testen, ist er nicht der Überflieger. Aber in seiner Preisklasse ist er absolut sehr gut und setzt neue Standards unter 2.000 Euro. Auch für den BenQ Beamer gibt es noch ein ausführliches Testvideo, das ihr unter dem eingeblendeten Link abrufen könnt. Und jetzt haben wir noch eine Blu-ray-Empfehlung für euch. Die Blu-ray des Monats. Mit Mortal Engines, Hunter Killer und Fantastische Tierwesen 2 kommen in diesem Monat zwar auch einige Blockbuster ins Heimkino, wir haben uns dieses Mal mit Upgrade aber für einen deutlich kleineren Film entschieden. Gray hat mit dem Leben abgeschlossen. Nachdem in einer stark fortentwickelten Zukunft seine Frau von Unbekannten erschossen und ihm selbst eine Kugel ins Genick gejagt wurde, wodurch er zum Querschnittsgelähmten gemacht wurde, sieht er für seine Zukunft keine Hoffnung mehr. Here's the thing. Four guys murdered my wife. Dann jedoch bietet ihm ein früherer Geschäftspartner die Chance auf ein neues Leben. I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. Mit Hilfe eines hochentwickelten Computerchips namens Stan kann Gray nämlich bald nicht nur wieder laufen, der Chip beginnt auch bald schon mit ihm zu sprechen und offenbart so jede Menge weiterer nützlicher Features. Seine ganze Power offenbart Stan jedoch erst dann, als Gray ihm die komplette Kontrolle über seinen Körper überlässt, um so die Mörder seiner Frau zu finden und schließlich Rache nehmen zu können. I need your permission to operate independently. Permission granted! In den ebenso überzeichnet absurden wie stets großartig choreografierten Kampfszenen zeigt Upgrade dann alles, was diesen Film so besonders macht. Thank you. Zum einen geht Stan hier mit chirurgischer Präzision, absoluter Effizienz und extremer Brutalität vor. Gleichzeitig wirkt Gray dabei nicht wie ein abgerippt cooler Actionheld, sondern ironischerweise viel eher wie ein Kinozuschauer beim Anblick eines für ihn selbst erschreckend realen Horrorfilms. Auch in Sachen Ton gibt sich Upgrade keinerlei Blöße. Besonders die Soundeffekte während Grays Kämpfen sitzen perfekt und unterstreichen mit ihrem satten Punch noch einmal ordentlich die Wucht, die diesen Film auf ganzer Linie auszeichnet. Perfekt gepasst hätte hier natürlich auch eine 3D-Tonspur, die Universal auf der Blu-ray aber leider nicht bieten kann. Für das vergleichsweise geringe Budget bietet Upgrade auch optisch zahlreiche Schauwerte. Der Look des australischen Indie-Streifens ist so eigenständig, so frisch, so originell, wie man es sich eigentlich nur wünschen kann. Das liegt nicht zuletzt an der Arbeit von Kameramann Steven Duscio, der mit seinen dynamisch verschobenen Bildachsen immer wieder für neue und spannende Perspektiven sorgt. Insgesamt ist Upgrade aber nicht nur ein optisch überragender Sci-Fi-Klopper, sondern liefert mit seinem eigenwilligen Humor und seiner dystopischen Zukunftsvision auch inhaltlich voll ab. Auch wenn das Jahr noch relativ früh ist, dieser Film ist ganz klar schon jetzt eines der Action-Highlights 2019. We are going to finish the job we started. You didn't know that I'm a fucking ninja. While I am state of the art, I am not a ninja. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.